Wir kommen jetzt zu dem Talk von Alain. Firebase, ein Tool für alle Fälle. Alain, Entwickler hier bei uns von Cybert Media, also quasi zu Hause hier in seinem Wohnzimmer, der Talk, und hat schon Verstärkung von seinem Team auch mitgebracht. Viel Spaß mit dem Talk von Alain. Vielen Dank. Die Verstärkung habe ich nicht mitgebracht, die wurde mitgebracht. Ja, herzlich willkommen zum Talk Firebase, ein Tool für alle Fälle. Ich möchte euch versuchen, Firebase ein bisschen näher zu bringen. Zu mir. Ich bin Alain Sati, bin hier bei Cybert Media Entwickler im Team Serenity. Das Bild ist gestern bei einem Review entstanden, deswegen dachte ich, zu Halloween kann ich das mal hier einsetzen. Warum ich schreibe, dass ich ein Geek bin, wird sich später nochmal aufklären, wenn ich an das Beispiel nehme, dann im Zweifel sagt einfach, ignoriert das einfach, was ich dann kurz erkläre. Ich möchte zuerst mal, was will ich in dem Talk heute denn zeigen? Es geht um diese vier Fragen, was Firebase ist, wofür man Firebase braucht, auch wie viel es kostet, das ist eigentlich nicht unerheblicher Faktor, und wie ich Firebase benutze. In dem Part würde ich auch zumindest mal ein paar Codeschnipsel zeigen wollen. Ich bin relativ neu in Flutter, deswegen habe ich den größten Teil zwar auch in Flutter gemacht, ist aber wahrscheinlich nicht ideal. Und einen anderen Teil habe ich noch in Ionic und Java genommen, weil das ist, was wir täglich hier auf der Arbeit, also ich zumindest, benutze. Dann kommen wir zu der Frage, was ist Firebase denn überhaupt? Die meisten werden sich schon gedacht haben, dass Firebase eine Plattform oder eine Tool-Plattform von Google ist. Und sie selber sagen auf ihrer oder beschreiben es auf ihrer Webseite mit Comprehensive App Development Platform. Finde ich, ist eine relativ gute Zusammenfassung. Kann man natürlich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Im Prinzip hilft euch oder soll euch die Plattform dabei helfen, Web-Apps, Mobile-Apps und bedingt dann auch Desktop-Apps zusammenzubringen und gemeinsame Features nutzen zu können. Firebase selber ist jetzt nicht, ist kein Produkt, sondern es ist eine Sammlung von Produkten. Ich werde jetzt nicht über alle drüber gehen, aber die haben grob sind diese Tools in drei Kategorien unterteilt, in die Build, Quality und Business Kategorien. Die blau markierten, kann man hier gut erkennen, die blau markierten, zu denen werde ich später noch was sagen. Es ist übrigens nur zufällig, dass ich nichts zu dem Quality-Bereich sage. Den Bereich sollte man sich auch anschauen, ist auch nicht ganz unwichtig, ist aber teilweise sehr schwierig darzustellen, was genau da drin enthalten sein soll. Im Prinzip kann man sagen, der Build-Part unterstützt euch bei der Entwicklung, ganz konkret mit Funktionen wie Storage, Datenbank, Authentifizierung. Der Quality-Bereich kann euch dann, sobald die App fertig ist und im Einsatz ist, unterstützen. Und der Business-Part ist auch für Entwickler interessant, denn zum Beispiel ist das Cloud-Messaging, also Push-Notifications verschicken, bei Firebase im Business-Part, der aber natürlich auch einen technischen Aspekt hat. Und generell finde ich es im Sinne eines Full-Skill-Developers auch immer wieder interessant, dort reinzuschauen, um zu gucken, was für Möglichkeiten wird einem gegeben, dort Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen. Diese drei Stichworte, Baukasten, Enabler und Cloud, habe ich mal zum Thema Firebase noch aus meiner persönlichen Sicht heraus genannt. Baukasten deswegen, weil es sind aktuell 18 Produkte plus, ich glaube, 6 im Beta-Stadium. Das schreckt oft zurück. Es ist aber so, dass ihr quasi nur das benutzt, was ihr dann davon braucht. Es zwingt euch quasi niemand. Es gibt zwar also Möglichkeiten zu interagieren. Die kann man nutzen, muss man aber nicht. Für mich ist das ein Enabler, denn also auf die Frage hin, hey Alain, bist du ein Firebase-Experte, würde ich sagen, um Gottes Willen, nein. Und das möchte ich euch quasi auch vermitteln. Das ist halt, das Wichtige ist, der Einstieg ist so einfach, dass man sich im Prinzip sehr schnell und einfach in die Lage versetzt fühlen sollte, damit anzufangen. Und ansonsten ist es natürlich noch jetzt, um das Passwort-Bingo vollzukriegen, ja, es ist halt eine Cloud-Lösung. Es ist also plattformübergreifend, und plattformübergreifend heißt jetzt nicht nur Android, iOS, sondern halt auch Web, Mobile und Desktop.
Und vor allen Dingen ein spannender Ansatz ist halt auch der, dass es halt im Prinzip serverless ist. Dass man damit sehr viel machen kann, wenn man so wie ich weder Ahnung noch Lust hat, irgendwie großartig eine Server-Backend-Struktur zu pflegen, kann man Produkte von Firebase benutzen, um sich den Part dann zu sparen. Eine der interessanten Aspekte ist, wofür würde ich einen Firebase benutzen? Denn im Prinzip ist so die Aussage, würde ich Firebase immer benutzen, würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Das sollte sich gut, man sich gut überlegen. Ich habe hier mal drei Szenarien aufgeschrieben. Da ist auch eins dabei, wo ich persönlich nicht ganz der Überzeugung bin, dass das gut ist oder ein wichtiges Argument ist. Aber zum Beispiel bei uns, bei Cybert Media auch ein Faktor war, das zu nutzen. Das erste ist halt, wie gerade schon gesagt, ich möchte eventuell ein serverless Backend haben. Ich will gar nicht, also ich kann damit leben, dass die Daten bei Google in einer bestimmten Region auftauchen oder aufbewahrt werden. Und dann mache ich mir darüber keine Sorgen. Also ich würde behaupten, Google ist einer der Dienste generell, die eine relativ hohe Verfügbarkeit haben. Das kann man sich dadurch halt auch zunutze machen. Ein weiteres Szenario, was ich persönlich halt sehr spannend fand, was mich überhaupt dazu geführt hat, mich mit Firebase zu beschäftigen, sind die Live-Updates. Es ist relativ einfach möglich, dass ich zum Beispiel auf einer Web-App eine Web-App laufen habe, dazu eine Mobile-App. Die zwei benutzen dieselbe Datenbasis und irgendjemand, der jetzt die Mobile-App benutzt und ich bin auf der Server-Variante und ich ändere was, ist es halt so, dass das wirklich Live-Updates sind. Also wenn man das so entsprechend einrichtet und nutzt, das ist also für Chat-Applikationen oder für Integration von Chat in vorhandenen Applikationen nicht ganz unspannend. Der letzte Punkt ist ein Punkt, der halt bei Cybert Media auch benutzt wird. Man kann Business-Logik an einen Ort bringen. Gerade das Beispiel, was ich gerade genannt habe, ihr habt eine Web-Applikation, ihr habt eine Mobile-Applikation, dann wollt ihr unter Umständen Business-Logik oder Teile der Business-Logik nicht duplizieren, mehrfach nutzen, also mehrfach implementieren müssen. Ich persönlich bin der Meinung, Web und Mobile sind unterschiedlich genug, dass man das durchaus mal will, aber für die Parts, wo man das nicht machen möchte, ist das eine super Möglichkeit, über Cloud Functions quasi Funktionalität in Firebase unterzubringen. Ich habe es schon ein bisschen angerissen, wo man es halt benutzen kann. Im Web gibt es offiziell für Angular, React, Vue.js Libraries von Google, wo man relativ einfach und schnell starten kann. Aber es gibt auch relativ viele Third-Party-Libraries, die dann quasi die Anbindung an andere Web-Frameworks. Ich glaube, sowas wie Ember habe ich, glaube ich, schon gesehen, dass es da was gab. Muss man aber gucken, also es gibt eine relativ viele. Mobile ist es halt so, dass natürlich Native, Flutter, aber auch Ionic nativ oder direkt von Google unterstützt werden. Und auch hier gibt es halt wieder Plugins für zum Beispiel PhoneGap, um generell Mobile-Entwicklung zu unterstützen. Auch da gibt es von Third-Party-Anbietern verschiedene Möglichkeiten. Ist also relativ gut und schnell einsetzbar. Es gibt halt einen Bereich, der bei Firebase sehr oft unterschätzt wird oder zumindest bedacht werden sollte, nämlich was kostet Firebase? Die Antwort darauf wird vielen von euch jetzt nicht unbedingt gefallen, weil ja, es kommt halt immer darauf an, was man damit machen möchte. Grundsätzlich ist es so, dass Firebase drei Pläne vorsieht. Der Spark-Plan ist im Prinzip aktuell kostenlos. Das heißt, da kommt wieder der Part Enabler. Für private Projekte, für Hobbyprojekte, wo man was mal ausprobieren möchte, sollte man das halt nutzen. Der ist halt beschränkt auf bestimmte Interaktionen pro Tag, Monat, je nachdem, um was für ein Produkt es sich handelt. Dann gibt es den Flame-Plan, der kostet aktuell $25 pro Monat. Der funktioniert im Prinzip genauso wie der Spark-Plan, nur dass die Limits entsprechend erhöht sind. Da kann man gucken. Ich würde vermuten, für den Anfang wird das auf jeden Fall ausreichen.
Später werdet ihr, wenn ihr ein Produkt live bringen wollt, damit nicht mehr gut arbeiten können, weil im Prinzip wäre die Funktion, also wenn ihr diese Limits erreicht habt, dann wird das erstmal bis zu dem nächsten Reset, das kann ein Tag oder ein Monat sein, halt nicht mehr funktionieren. Das ist was man nicht will. Deswegen ist der Blaze-Plan wahrscheinlich das, was am meisten genutzt wird. Dort zahlt man im Prinzip für bestimmte Dienste, für bestimmte Einheiten. Das können sein für MB, für oder Gigabyte. Wichtig dabei ist, der Spark-Plan ist da enthalten. Also das heißt, wenn ihr die Grenzen von dem Spark-Plan nicht überschreitet, werdet ihr auch nichts dafür bezahlen. Google selber bietet unter der URL hier auch die Möglichkeit, wenn ihr relativ sicher sagen könnt, womit ihr rechnet, zu kalkulieren, was würde euch das pro Monat kosten. Was man relativ oft findet, ist, also ich habe das jetzt hier mal Clean Code versus Cheap Code genannt. Es ist halt so, dass zum Beispiel bei der Cloud Firestore bezahlt ihr in Transaktionsvolumen. Und wenn ihr eure Datenbank so aufbaut, wie man das halt möchte oder gewohnt ist, indem man halt Namen voll ausschreibt, also die IDs, die Namen, dann ist das halt etwas, was bei jeder Abfrage, weil es JSON-Strukturen sind, halt euch auch faktisch Geld kostet. Das heißt, wenn man dorthin geht und sagt, naja, es ist zwar nicht Clean Code, aber ihr könnt es relativ gut vereinbaren, dass ihr da einen Buchstaben draus macht, kann das sinnvoll sein. Das kommt halt ein bisschen immer auf das Volumen an, auf dem ihr euch bewegt. Also das kann viel bares Geld sparen. Das Zweite ist Caching. Das wird oft unterschätzt. Das haben wir auch bei unserem Projekt mal direkt unterschätzt, wo wir relativ schnell an unsere Limits gekommen sind, weil wir halt Bilder nicht gecached haben. Und wenn man hochauflösende Bilder benutzt, wenn drei Entwickler gleichzeitig auf ihren PCs oder also Desktops und Mobile Apps testet, erreicht man diese Limits sehr schnell. Also da sollte man immer dran denken. Was uns da auch ein bisschen geholfen hat, ist durchaus die User-Statistiken ein bisschen im Auge zu behalten. Ihr habt in der Regel pro Feature, das entsprechend nach einer bestimmten Taktung bezahlt wird, auch die Möglichkeit, euch anzuschauen, okay, wie sieht es aktuell aus? Also zum Beispiel pro Tag, wie viele Abrufe haben wir denn jetzt pro Tag? Wie viel Payload haben wir da erzeugt? Um da ein bisschen drauf zu achten, um quasi nicht vor einer bösen Überraschung zu stehen. Also da gibt es relativ viele Blogposts, die man sich angucken kann, wo Leute davon berichten, dass sie dann in der Tat mit irgendwie 1.000 Euro im Monat plötzlich oder die ersten zwei Monate dann 1.000 Euro pro Monat gezahlt haben, weil sie eben zum Beispiel kein Caching berücksichtigt haben. Ich komme jetzt zu dem Part, wo ich euch auch noch ein bisschen Code zeigen möchte. Das eine, also zwei Sachen vorweg. Das eine ist, ich mache erst seit relativ kurzem Flutter, deswegen wird der Code wahrscheinlich auch genauso aussehen. Und ich habe, damit er besser lesbar ist, auch teilweise dann Typbezeichnung, also Typisierung weggelassen. Das ist aber relativ einfach, sollte verständlich sein. Bevor man aber anfängt, irgendwas im Code zu machen, muss man noch ein Firebase-Projekt anlegen. In der Firebase-Konsole, die unter firebase.google.com zu erreichen ist, legt ihr ein entsprechendes Projekt an. Ich habe jetzt hier den Code, den ich benutze, aus einem, ja, man kann es einigermaßen erkennen, Carbon Companion. Ich selber bin Rollenspieler und eine Anwendung für mich war, ich möchte gerne mit Leuten übers Web Rollenspiel spielen. Dafür brauche ich jetzt keine App dafür, das mache ich über Videokonferenz, aber ich möchte quasi die Möglichkeit schaffen, den Live-Informationen darzustellen, also sowas wie die Lebenspunkte der Charaktere. Ich möchte gerne Mission-Briefings denen zukommen lassen, ich möchte Leuten Einzelnachrichten schicken können, damit, also wenn man das am Tisch machen würde, dann würde man im Prinzip Zettel schreiben. Das ist so der Hintergrund, wofür ich jetzt diese App mal gebraucht habe. Und würde mit Authentication anfangen. Natürlich möchte ich, dass das nichts Offenes ist. Und ein Part, den Firebase für euch übernehmen kann, ist relativ viele Arten der Authentifizierung zur Verfügung stellen.
Man muss dann, wenn man das aktiviert oder aktivieren möchte, muss man entsprechende Sign-In-Methoden aktivieren. Ich habe jetzt hier zum Beispiel für das Projekt nur ein Google-Login enabled. Man kann aber auch das mit Facebook, Twitter, GitHub kombinieren. Man kann eine eigene E-Mail-Passwort-Registrierung vornehmen. Die Authentifizierung macht zwei Dinge. Sie lässt euch über einen Dienst eine Authentifizierung herstellen und ermöglicht es aber auch gleichzeitig dann in Firebase selber, diese Informationen zu hinterlegen und mit für euch wichtige Dinge zu hinterlegen. Also ihr möchtet gerne keine richtigen Informationen hinterlegen, sondern quasi im Prinzip nur einen Token. Das könnt ihr dann machen. Wenn ihr aber noch irgendwie jemanden mit einem Namen begrüßen wollt, dann könnt ihr die auch zusätzlich in Firebase ergänzen. Wie das aussieht, ich habe das jetzt hier für den Google Sign-In mal gemacht, ist, dass man sich dafür gibt es halt entsprechend Libraries. In der Regel ist es so, es gibt eine Firebase Core Library, die ihr benutzt, und dann gibt es für jedes Produkt noch zusätzliche Libraries. In dem Fall gibt es halt auch das Authentication und den Google Sign-In, das Google Sign-In Library. Bei dem Google Sign-In ist es halt so, dass ihr im Prinzip, also da müsst ihr nichts selber entwickeln, sondern alleine mit diesem Aufruf werdet ihr den Weg, den ihr wahrscheinlich alle auch schon kennt, wenn ihr euch mit Hilfe von Google irgendwo anmelden möchtet, ihr werdet auf die entsprechende Webseite umgeleitet, wo ihr euch einloggt, wo ihr dann sagt, ja, das ist, ne, also das Übliche, es ist okay, dass diese App mein Login benutzt. Und was ihr dann macht, ist, also man generiert dadurch den Sign-In, man holt sich die Authentication von Google selber, das passiert quasi automatisch, und ihr könnt dann ein Credential aufbauen. Das macht man in der Regel hier mit den Access Tokens und kann dann an Firebase sagen, alles klar, das ist ein User, der hier also möchte und sich anmelden darf. Und damit wird dann auch in Firebase ein entsprechender authentifizierter User angelegt. Was ihr dann mit diesem User macht, ist im Prinzip ja euch überlassen, aber ihr könnt jederzeit über das auth.currentUser zum Beispiel den aktuell angemeldeten User abfragen. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, wie jetzt in meinem Fall, ich möchte dann zum Beispiel nur einer bestimmten Person eine Nachricht schicken, dann würde ich entsprechend bei mir sagen, hey, ich will jetzt mal die Liste von den Usern haben und schicke denen dann eine Direktnachricht. Ein weiterer sehr interessanter Dienst ist Cloud Firestore. Cloud Firestore ist eine NoSQL-Datenbank mit Live-Updates, die teilweise ein bisschen anders funktioniert. Es ist so, dass man arbeitet hier in der Regel mit Query-Snapshots. In Firestore werdet ihr Collections ablegen. Collections sind, könnt ihr euch halt im Prinzip wie ein JSON-Objekt vorstellen. Also so kommt es auch am Ende raus. Wie ihr das dann verschachtelt, also da muss man ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu tief verschachtelt, weil der Cloud Firestore ist sehr gut für Abfragen, kann aber nicht gut Queries ausführen. Also Deep Queries sind relativ problematisch. Deswegen muss man da bei der Entwicklung seines Datenmodells einfach darauf achten. Da man das dynamisch machen will in Flutter, benutzt man einen Stream Builder, und die Query Snapshots sind eine Interaktionsmöglichkeit von Firestore. Und ein Query Snapshot ist im Prinzip der liefert immer die Collection, die ihr ausgesucht habt. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier Gruppen, also Groups. Das sind einfach Rollenspielgruppen, an denen ich dann teilnehmen möchte. Und sage, okay, gib mir alle Gruppen. Und zwar über die Snapshots von den Gruppen. Das heißt, bei jeder Änderung würde entsprechend dieser Stream-Builder einen neuen Query-Snapshot bekommen. Und ich könnte dann überlegen, okay, was mache ich damit? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einer neuen Gruppe beitrete,
dann würde automatisch der Bilder loslaufen und würde mit den Documents quasi meine Liste der Gruppen, die ich gerade sehen kann, erweitern. Ich habe das hier mal ganz kurz, also ne, man bekommt, das ist wichtig, man bekommt dann JSON. Das heißt, man würde, um eine Gruppe zu bauen oder generell um Models oder Entities, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, zu bauen, sollte man immer solche From Snapshot Methoden benutzen. Denn ihr bekommt ein JSON und müsst das erstmal händisch in euer Model umwandeln. Da kann man relativ einfach drauf zugreifen. Das Data ist ein Array. In dem Fall ist es jetzt zum Beispiel so, Name und Invite Code sind direkte Properties von meiner Gruppe, während Events halt auch eine neue Collection, also eine Liste ist. Wie man hier relativ gut daran erkennen kann, man sollte deswegen vorsichtig sein, zu viele Collections ineinander zu schachteln, weil das relativ schnell sehr komplex werden kann. Vor allen Dingen ist es halt auch so, dadurch, dass ihr jede einzelne Änderung mitbekommt, ist es gar nicht so unwichtig, sich zu überlegen, wie groß möchte man seine Collections halten oder wie möchte man die aufteilen. Weil ihr könnt euch jetzt vorstellen, wenn ich jetzt quasi eine Collection mache, in der alle Daten drin sind, die in meiner Anwendung relevant sind. Und dann würde ich darauf auf Snapshots horchen und dann ändert jemand ein Typo und tippt, also sagt halt, hey, da ist jetzt gerade im Prinzip, habe ich meinen Namen falsch geschrieben, ich ändere den mal schnell. Dann würden alle Geräte, die gerade halt verbunden sind, dann auch alle Daten neu bekommen. Das ist natürlich totaler Wucher. Also da muss man ein bisschen aufpassen und muss teilweise neu denken. Also für mich ist das zum Beispiel etwas, da habe ich am Anfang die meisten Probleme mit gehabt, wie baue ich denn mein Datenmodell auf? Und zwar so auf, dass ich sinnvoll damit arbeiten kann. Ermöglicht einem aber auch, halt wirklich cool, interessant Live-Updates zu machen. Das ist zum Beispiel, wir haben das bei uns auch in unserer Cloud-Lösung, wird das hoffentlich nochmal dann kommen, zum Beispiel sowas wie Likes. Ne, das ist halt was, da macht man sich eigentlich keine Gedanken drüber, ich möchte halt einfach automatisch, wenn neu geliked wird, möchte ich halt ein Like sehen, dass das geliked wird. Und wenn ich das sinnvoll in eine Collection auslagere, ist halt der Payload, den ich halt bezahlen muss dafür, die Informationen zu bekommen, relativ gering. Während, wenn ich das jetzt in meinem kompletten Datenmodell, das dann vielleicht ein bisschen einen größeren Baum hat, unterbringe, wird es halt ein bisschen schwierig. Ein weiterer Aspekt ist halt, wenn ich mit Dateien umgehen möchte, nämlich Cloud Storage. Cloud Storage ermöglicht einem File-Up und Downloads, also quasi, ja, also Files abzulegen. Auch hier gibt es halt, ich habe eine Sache bei der Cloud, beim Cloud Firestore vergessen. Wenn man selber keine Logik abbildet in seinen Daten, kann man dort auch Rules definieren, um die Informationen vor fremdem Zugriff zu schützen. Basic ist quasi den Zugriff auf alle meine Collections nur angemeldeten Usern zu ermöglichen. Da muss man ein bisschen gucken. Man hat da auch teilweise Zugriff auf die Cloud Firestore Daten. Also man kann also in seinem Datenmodell auch durchaus nähere Informationen hinterlegen, die einem ermöglichen zu verifizieren, ob jetzt zum Beispiel, also wir haben das jetzt bei uns in der App, in unserem App-Branding benutzt. Wir haben halt eine App, die verschiedene mögliche Ausprägungen hat und manche User dürfen halt entweder alle oder halt nur einen Teil davon sehen. Das ist zum Beispiel, das ist bei uns in den Regeln hinterlegt und wird halt über die Informationen in dem Cloud Firestore auch geregelt. Cloud Storage funktioniert in der Hinsicht sehr ähnlich. Man kann dort Dateien ablegen in sogenannten Buckets, die man halt benennen kann. Und auch dort kann man ähnliche Storage Rules angeben wie beim Cloud Firestore. Man hat aber, also man muss gucken, auf welche Informationen man zugreifen kann. Also zumindest glaube ich, dass wir das noch nicht so richtig hinbekommen haben, auf Cloud Firestore Informationen zuzugreifen. Weiß ich aber jetzt gerade nicht mehr. Also muss man ein bisschen schauen, wie man das benutzen kann. Auch hier ist ein Flutter-Beispiel relativ einfach. Man holt sich
über die Firebase Storage Library eine Referenz und legt halt ein Filename dort ab. Man lädt dann das File hoch und diese Upload-Task ist ein Future. Also man gibt hier noch ein paar Metadaten mit, aber dieses Future gibt einem dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Progressbar anzugeben. Wenn das abgeschlossen ist, kriegt man auch eine Download-URL zurück. Diese Download-URL ist jetzt im Prinzip, sollte man sich zum Beispiel, wir benutzen das halt im Cloud Firestore als Ablage, um zu sagen, alles klar, mit dieser Download-URL, je nach Konfiguration enthält die zum Beispiel auch schon ein Zugriffstoken, kann ich dann ein Bild wieder abrufen. Naja, das wäre das hier. Das ist dann quasi, dass die Download-URL on complete halt hier herausziehbar ist. Ansonsten bin ich aber auch in der Lage, über den Filename die einzelnen Dateien rauszusuchen. Das ist, kann man halt so oder so machen, je nachdem, was man mit der Datei machen möchte. Die Download-URL ist dann interessant, wenn man zum Beispiel Bilder einsetzt, die man halt direkt anzeigen möchte, während jetzt hier so ein File, das würde ich dann auch herunterladen können, wenn es sich jetzt um ein, keine Ahnung, XML-File, ein Konfigurations-File oder ein PDF zum Beispiel handelt. Dann kann ich das herunterladen und dann über die normalen Wege in der Mobile-App zum Beispiel zur Verfügung stellen, damit das jemand anderes, also eine andere App, sich die öffnen kann. Dann gibt es noch den Part, dass auch Google Analytics in Firebase mit drin ist. Das ist etwas, was sehr spannend sein kann. Hier jetzt eine genaue Übersicht zu geben, würde ein bisschen zu weit führen, aber man kann relativ gut interessante Metriken herausfinden. Also man kann zum Beispiel herausfinden, alles klar, wenn ich ein bisschen auf ein paar Sachen achte, welche Screens werden benutzt, wie viele User habe ich denn hier, also ich habe jetzt mal hier einen Screenshot gemacht, da das jetzt noch nicht live ist, ist das auch relativ unspektakulär. Es gab jetzt halt einen User in den letzten 30 Minuten. Also kann ich natürlich jetzt, wenn ich mir das anschaue, da gibt es dieses Dashboard für, kann ich relativ filigran auch hingucken, alles klar, wie oft nutzen User meine Apps im Durchschnitt, also wie lange, auch auf einzelnen Screens. Da kann man relativ viel machen, sollte man sich auch als Entwickler mal anschauen, weil man da aus meiner Sicht sehr viel über das Userverhalten lernen kann. Es gibt eine Sache, die man bedenken sollte, nämlich wenn ich wissen möchte, wo mein User eventuell hingegangen ist, welche Statistiken, also ich will Statistiken dazu sehen, muss man darauf achten, bei Flutter, also generell ist es glaube ich so, aber bei Flutter jetzt zum Beispiel speziell, sollte man wenn ich eine Route setze, sollte ich Route Settings nutzen und der einen Namen geben, weil ansonsten ist es schwierig für Google Analytics quasi einzelne Events zu registrieren, wenn er die nicht mit Namen zuweisen kann. Weil ihr werdet, wenn ihr das nicht macht, also normalerweise braucht man diesen Namen eigentlich nicht, dann werdet ihr im Prinzip nur sehen, ja, da benutzt einer die App, und zwar auf einem Screen. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit, dann unterscheiden zu können, alles klar, er geht jetzt vom Login-Screen in den Gruppen-Screen, in den Bilder-Screen, wo auch immer hin. Jetzt kommt der Part, wo ich quasi in Ionic und Java zurückgehe, weil so weit war ich da noch nicht gekommen. Cloud-Messaging. Cloud Messaging ist im Prinzip der Part, also der wird ja im Business Part geführt, der dient natürlich dazu, mit seiner Userbase in Kontakt zu kommen. Ne? Push Notifications kennen die meisten von uns, wir sind vielleicht auch ein bisschen genervt davon. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr habt beim Cloud Messaging könnt ihr entweder, wenn ihr eine Server-Backend-Komponente habt, wie wir jetzt zum Beispiel, könnt ihr von dort aus bei bestimmten Events, die ihr für wichtig erhaltet, Push-Notifications verschicken. Ihr könnt aber auch über die Oberfläche, das heißt, es kann also auch, also welche verschicken, ihr könnt das also auch zum quasi Marketing benutzen. Man kann User einer App auch auf sicherheitsrelevante Dinge hinweisen. Im Prinzip, wie mache ich das app-seitig? Wenn ich die App starte, ist es halt so, auch hier gibt es halt, nutzt man wieder die Firebase Library, wird geprüft, hat diese App die Erlaubnis, Push-Notifications zu empfangen.
wenn das das erste Mal ist, dass ihr das macht, dann wird natürlich der bekannte Dialog angezeigt. Und wenn ja, holt man sich über Firebase einen Token. Dieser Token ist gerätespezifisch, ist jetzt nicht, also hat jetzt, ist nur in der Lage, dieses Gerät direkt anzusprechen. Und man muss noch Sorge dafür tragen, dass dieser Token auch bei dem Backend landet, wenn ihr ein Backend benutzt, damit ihr dieses Gerät über das Backend direkt erreichen könnt. Wir haben noch nicht genau herausgefunden, dieser Token wird sich auch, kann sich zumindest ändern, deswegen sollte man auch daran denken, die entsprechende Methode zu benutzen, hey, has changed, die auch dann wirklich regelmäßig dann dorthin zu schicken. Wenn ihr dann, jetzt gehe ich mal, für die Oberfläche müsst ihr dann quasi nichts weiter machen. Ich gehe jetzt mal in das Backend, wenn ihr das sowas verschicken wolltet. Das ist JSON. Ihr habt die Möglichkeit, normal über die an die Push-Notifications einen gewissen Payload an Informationen heranzuhängen. Neben der eigentlichen Message können da auch Daten drin sein, die sind begrenzt, also muss man gucken. Ich weiß das Limit nicht mehr, ich glaube 8 Kilobyte. Müssen wir nochmal nachgucken, also es ist auch, von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Und im Prinzip, man baut halt ein JSON-Objekt nach einer bestimmten Struktur auf und fängt halt dann an, eine relativ einfache HTTP-Connection aufzubauen. Und nachdem man diesen Output-Stream aufgebaut hat, holt man sich über die Firebase-Message, also setzt man die Firebase-Message, also Bytes, da rein und ist im Prinzip fertig. Was man in diesem in dieser Message einschreiben sollte, ist eine Liste von Token. Wenn man das nicht tut, würde es halt an alle Geräte verschickt werden. Es ist aber eigentlich, haben wir bisher noch relativ gute Erfahrungen damit gemacht, das auch wirklich immer nur tokenspezifisch zu verschicken, dann selbst wenn das 200 Token sind, weil es halt gerade 200 User betrifft. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass es unfassbar performant. Auf Testsystemen ist es so, dass die Aktion, die zum Verschicken führt, langsamer ist als das Verschicken der Push-Notification selber. Da kann man also ruhig mal ein bisschen mit experimentieren. Der Vorteil ist, Cloud Messaging ist generell kostenlos, weil das im Prinzip Androids Standardweg ist, Push Notifications zu verschicken. Da werdet ihr also auch keine Probleme mit bekommen, was Kosten angeht. Nochmal kurz zurück zur App gewechselt. Im Prinzip ist es halt so, wenn Notifications ankommen, muss man natürlich halt auch noch irgendwas mit denen machen. Da habt ihr dann auch die Möglichkeit, euch ein On-Notification-Open-Listener, jetzt im Ionic-Umfeld, dort zu subscriben, könnt die Push-Notification entsprechend parsen, ne, die Informationen. Ihr könnt ja Daten hinzufügen, also was wir jetzt zum Beispiel da in dem ganz konkreten Fall machen, sind, wenn eine neue News, die sozusagen einer Kategorie angehört, die gepusht werden soll, veröffentlicht wird, dann wird auch eine Push-Notification verschickt. Man will natürlich dort nicht nur den Titel und vielleicht ein Excerpt haben, sondern ich will halt auch die ID von dieser News haben. Und die wird entsprechend dann dort in den Payload gepackt und kann dann von der App interpretiert werden, sodass man halt beim Tap darauf in der Tat dahin geht. Eine Sache, die bei Cloud Messaging oder bei den Push Notifications noch relevant ist, ist, ihr habt auch die Möglichkeit, in-App Push-Notification zu bekommen. Also wenn die App schon offen ist, wird keine Push-Notification verschickt, sondern das kennt man halt natürlich aus dem ganz normalen, also von jeder normalen App, wird dann eine In-App-Message angezeigt. Die reagiert aber genauso, kriegt genau dieselben Daten. Ist halt nur eine andere Art, damit umzugehen. So, dann möchte ich mich natürlich noch herzlich bedanken bei meinem Team, Team Serenity, bei unserem Cloud-Team, Team Halo und bei Slides Carnival für die Slides-Vorlage. Die machen in der Tat sehr interessante Sachen. Und dann würde ich sagen, habt ihr noch Fragen? Es war jetzt ein Schnelldurchlauf, aber zumindest hoffe ich, einen Überblick gegeben zu haben. Inwiefern kann ich Dienste, die ich jetzt in Firebase habe,
verwenden mit meinetwegen Sachen, die ich in Google Cloud laufen habe. Also kann ich zum Beispiel diese Firestore, oder wie die Datenbank da hieß, ersetzen durch eine Mongo oder sowas, die ich irgendwo in meiner Google Cloud habe, oder? Nee. Also die einzelnen Produkte, die basieren zwar auf der Google Cloud, aber also es gibt manchmal die Möglichkeit fürs Testing, zum Beispiel eine Cloud Firestore zum Testen hochzufahren, aber das wird nie die, also zumindest kenne ich keine Möglichkeit, dort das zu ersetzen, sondern das ist das Produkt von Google. Okay, das heißt also für einen bestimmten Service, den ich implementiere, Firebase oder nicht Firebase? Dann bin ich da drin. Firestore oder nicht Firestore, genau, ja. Also was du machen kannst, ist theoretisch zum Beispiel die Authentifizierung über Firebase zu machen und dann aber eine andere Datenbank zu benutzen. Aber im Prinzip also ist es einzelne Services. Ja, genau. Hatte ich das jetzt so richtig verstanden, dass die Berechtigungen des jeweiligen Benutzers dann bis zur Datenbank durchgehen? Das heißt, es gibt keinen, wie bei anderen Applikationen, irgendwie einen Datenbank-Service-Benutzer, mit dem Daten abgefragt werden, sondern es ist wirklich der Benutzer, mit der gerade angemeldet ist? Das kannst du so machen. Also im Prinzip, du hast die Option, die angemeldeten Benutzer direkt zu hinterlegen. Oder du kannst, könntest es künstlich herstellen, aber ich glaube in der Tat, du greifst eher mit dem Benutzer selber drauf zu, ja. Also ne, du kannst eine Schicht einbauen, die bei deinen User Credentials ein Merkmal hinterlegt, das in den Rules verwenden. Dadurch ist es jetzt kein echter, du hast jetzt keinen echten neuen User damit erzeugt, aber du kannst Informationen, die zentral liegen, mit dem User verknüpft sind, dazu nutzen, deine Rules zu schreiben. Aber trotzdem könnte ich dann nochmal generell auf die Datenbanken zugreifen, zum Beispiel Anzahl der Dokumente, die es insgesamt gibt, nur der Benutzer hat halt nicht auf alle Dokumente Zugriff. Aber die Anzahl soll er sehen können oder sowas in der Richtung. Ja, das könntest du unter Umständen, würdest du vielleicht nicht über Cloud Firestore machen, sondern über Funktionen zum Beispiel. Okay. Also über Cloud Functions. Da kannst du Logik hinterlegen, die zum Beispiel dir die Information zur Verfügung stellt. Cloud Functions können dir, soweit ich das richtig verstanden habe, halt zum Beispiel kannst du per REST aufrufen und dann hättest du die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich lasse meine Datenbank ist komplett gesperrt. Nur der User, der von den Cloud Functions genutzt wird, der kann darauf zugreifen. Da müsstest du aber den Umweg über Cloud Functions gehen. Gibt es noch Fragen? Okay. Gut, danke. Dankeschön.